Ach, ich bin Benny von Fußballmafia.de. Heute ist unsere Fanschau ein bisschen zweigeteilt. Also wir werden jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was war am Samstag los, also sprich in der ersten und der dritten Liga. Und wir werden dann heute Abend nochmal separat eine eigene Fanschau machen für die zweite Liga. Gestern war einiges los. Ihr wisst es wahrscheinlich, Hansa Rostock ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch zurück in der zweiten Liga. Da war einiges los. Hansa Rostock hat zum einen 7.500 Zuschauer im Stadion gehabt. Das war jetzt ein Novum für diesen Spieltag. Beziehungsweise in der letzten Zeit, also in keinem anderen Stadion waren so viele Zuschauer zugelassen wie in Rostock. Das hat natürlich auch wunderbar funktioniert. Der FC Hansa ist sogar aufgestiegen. Es gab eine tolle Aufstiegsparty davor, aber wir machen eins nach dem anderen. Wir fangen an. Vor dem Spiel gab es einen Fanmarsch, so fast wie schon vor zu Corona-Zeiten. Ja, das fühlt sich irgendwie doch schon wieder ein bisschen nach Normalität an. Im Stadion dann gab es eine, ja, ich würde sagen, gleichzeitig wunderschöne und gleichzeitig aber auch traurige Aktion zugleich. Wir blenden es euch mal hier ein. Hier im Bild seht ihr Tristan. Tristan ist 15 Jahre alt und schwer erkrankt. Und die Intensivpflege in Rostock hat es nochmal ermöglicht, dass Tristan beim Aufstiegsspiel mit live im Stadion dabei sein darf. Man hat sein Intensivbett zu einer Kogge umgewandelt. Für uns eine unglaublich schöne Aktion. Wir haben da nochmal ein bisschen recherchiert und haben mitbekommen, okay, auf der Webseite der Intensivpflege Rostock wird darum gebeten, fürs Tristan und seine Mutti zu spenden, damit die beiden mobil bleiben können. Die beiden brauchen nämlich ein gerechtes Auto für Tristan. Wir schließen uns dem Spendenaufruf gern an. Wir werden auch noch ein bisschen was in den Topf packen. Auch in der Videobeschreibung packen wir euch dann nochmal den Link zur Intensivpflege Rostock dazu, wo ihr dann per Banküberweisung spenden könnt. Und wir werden auch noch einen kleinen PayPal-Spendentopf einrichten. Falls jemand lieber per PayPal bezahlen möchte, kann das dann gerne an uns richten und wir werden die Summe 1:1 am Ende weiterleiten. Was dann nicht nur Tristan sehr erfreut hat, sondern wahrscheinlich auch alle anderen Hansa-Fans: Hansa spielt 1:1 gegen Lübeck und schafft damit den Aufstieg nach 9 Jahren wieder zurück in die zweite Liga. In Rostock hat man das Ganze relativ locker genommen und hat dann das Stadion für alle geöffnet, sodass alle Fans mitfeiern durften. Auch danach ging es ordentlich weiter. Man hat sich dann in der Innenstadt von Rostock getroffen und hat die Mannschaft dann ordentlich als Zweitliga-Aufsteiger begrüßt. Ja, etwas ruppiger wurde es dann in Köln. Man sieht es hier im Bild. Man hat bereits schon vorher, also einen Tag vor dem Spiel, das komplette Stadion mit Zäunen abgeriegelt. Man wollte also verhindern, dass die Fans dort von außen die Mannschaft unterstützen können. Es haben sich natürlich da einige Kölner bereits schon vorher angekündigt, um zu dem Spiel zu reisen und ihre Mannschaft dort nicht im Stich zu lassen. Ja, das war anscheinend nicht gewollt. Man hat es dann versucht zu unterbinden. Auch das Abschlusstraining fand unter Polizeischutz statt. Da muss man sich natürlich fragen, ich glaube nicht, dass die Kölner das Interesse daran hatten, da die Spieler irgendwie zu bedrohen oder einzuschüchtern. Ich glaube eher, man wollte dort seine Unterstützung und seine volle Unterstützung zeigen. Von daher eine etwas zweifelhafte Aktion. Ja, das hat die Kölner trotzdem nicht abgehalten, ihre Mannschaft nochmal ordentlich mit dem Bus zu empfangen. Man hat den Mannschaftsbus richtig nochmal eingeheizt. Es gab Pyrotechnik, es waren einige tausend Fans dort. Man hat von außen gesungen, es war auch teilweise im Stadion zu hören. Gegen Ende des Spiels gab es dann ein paar Konflikte mit der Polizei. Es gab auch ein paar Verletzte. Aus ersten Berichten zufolge ist es wohl so gewesen, dass die Polizei dann Richtung Ende des Spiels sagte, okay, wir schieben mal die Kölner Fans hier von der Straße Richtung Wiese. Das ist natürlich dann bei den Fans nicht so unbedingt auf Freude gestoßen und man hat sich natürlich da ein bisschen gewehrt. In der 86. Minute allerdings schoss dann der FC das erlösende 1:0 und das sorgte dann richtig für Ekstase in Köln. Schaut mal. Was diese Woche in Köln passiert ist, war letzte Woche in Dresden passiert. Natürlich etwas, ich würde sagen, ausgeprägter. Man hat das Stadion da komplett abgeriegelt. Es kam dann zu Konflikten zwischen den Fans und der Polizei.
Wir haben darüber berichtet, ihr könnt das gerne in unserer letzten Fanshow nochmal nachlesen. Gestern hat dann Dynamo Dresden auswärts in Wiesbaden gewonnen und hat sich den Drittligameistertitel gesichert. Und es waren zum einen ein paar Fans in Wiesbaden, wahrscheinlich ein paar Exil-Dynamos, die dort mit der Mannschaft nochmal nach dem Spiel gemeinsam gefeiert haben. Aber vor dem Trainingszentrum in Dresden warteten dann einige tausend Dresdner auf den Bus und konnten dann endlich ihre Mannschaft feiern, denn dieses Mal konnte die Polizei das nicht verhindern. Werder Bremen ist leider abgestiegen, man hat aber in Bremen trotzdem vorher alles versucht und einige hundert Fans haben sich dort auch nochmal vor dem Stadion versammelt und wollten dem Bus nochmal ihre komplette Unterstützung darstellen. Hat man auch gemacht. Am Ende hat es leider nicht funktioniert, Werder Bremen steigt dann halt leider ab. Man wollte dann am Ende nochmal mit der Mannschaft sprechen, die Mannschaft war aber davon nicht überzeugt und ist dann über den Hinterausgang des Stadions mit 3-4 Minibussen heimlich verschwunden. In Berlin ist gestern Großartiges passiert. Union Berlin spielt wieder international. Nachdem man gegen Leipzig zwischenzeitlich 1-0 zurücklag, hat man dann das Spiel noch gedreht, gewann 2-1 und ist für Europa qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch. In Magdeburg feierte man dann noch einen doch versöhnlichen Saisonabschluss. Es war zwischenzeitlich ein bisschen, ja, kritisch, würde ich sagen. Man stand tief in der Abstiegszone, teilweise mit einem hohen Rückstand. Mit dem Trainerwechsel zu Titz hat sich das dann erledigt. Magdeburg blühte auf und die Fans waren darüber sehr erfreut. Im Bild zu sehen, saß im Trabi, hatte auch ein Bengalo in der Hand, war Christian Beck. Christian Beck war, ja, ist sozusagen Magdeburger Urgestein, seit, ich glaube, 9 Jahren im Verein, hat den ersten FC Magdeburg von der 4. Regionalliga bis hin zur 2. Bundesliga geschossen, wird heute verabschiedet, er bekommt keinen Vertrag für die neue Saison und ja, geht als Ehrenmann. In Bielefeld feiert man den Klassenerhalt. Auf dem Flughafen in Paderborn ist die Mannschaft gelandet und die Bielefelder Fans wollten eigentlich im Autokorso den Bus begleiten und hupend mit Fahnen sich für diesen Sieg in Stuttgart bedanken und dass man nächstes Jahr wieder erstklassig spielt und dass dann vielleicht doch die Fans die Chance haben, mal Erstliga-Atmosphäre auch im Stadion mitzubekommen. Leider hatte die Polizei was dagegen und sperrte die Straße halt völlig ab, sodass dies leider verhindert wurde. 1860 hat leider in Ingolstadt verloren, verpasst damit den Relegationsplatz und bleibt nächstes Jahr der 3. Liga treu. Das nahmen trotzdem einige Fans zum Anlass und sind somit ja, in einer guten Schar von 300-400 Leuten nach Ingolstadt gefahren und haben sozusagen als Auswärtsfans von außerhalb des Stadions richtig Dampf gemacht. Im Übrigen, ihr habt es vielleicht bei uns gesehen, Sascha Mölders hat letzte Woche im Interview so ein bisschen ja, Frust abgelassen gegenüber einem Bayern 2-Spieler. Das war das Münchner Stadtderby, da war natürlich Emotion dabei und hat dann im Interview den Bayern-Spieler Spacko genannt. Das nahm der DFB zum Anlass, um zu ermitteln und hat gegen Sascha Mölders jetzt eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro festgelegt. Ein absoluter Irrsinn, der Fußball darf nicht immer gesellschaftlich korrekt sein und Emotionen gehören eben dazu. Das ist das, was der Fußball ausmacht und das ist auch so ein bisschen, was die dritte Liga mit ihren Typen, die da vorhanden sind, einfach noch ein bisschen interessanter macht aus unserer Sicht. Für den DFB, der ein Hochglanzprodukt vermarkten will, passt das natürlich überhaupt nicht ins Konzept, deswegen versucht man, solche Emotionen mit Strafgeldern zu unterbinden, von daher Schwachsinn. Kaiserslautern feiert auch den Klassenerhalt, hier sah es auch einige Zeit ziemlich übel aus, aber man hat am Ende es wieder gepackt und der FCK als großer Traditionsclub bleibt der 3. Liga erhalten. Beim BVB verabschiedete man gestern noch Lukas Piszczek, der nach 11 Jahren den Verein verlässt, hier mit einer kleinen Choreografie als Dankeschön für 11 Jahre Vereinstreue. Auf der rechten Seite sieht man auch ein kleines Spruchbanner, was Edin Terzic geht, und zwar mit dem Pokal in der Hand, Borussia am Herzen. Danke, Edin.
Man bedankt sich also hier bei Edin Terzic für seinen Einsatz, der als Co-Trainer dort ins erste Glied gerutscht ist, nachdem Lucien Favre entlassen wurde. Edin Terzic ist selbst ein Dortmunder Jung, war früher selbst BVB-Fan und ist es natürlich immer noch, aber war früher auch selbst in der Südtribüne und in den Auswärtsblöcken des BVBs zu finden. Das war's für heute. Heute Abend geht's weiter mit der zweiten Liga. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei der Fanshow. Bis dahin, bleibt stabil. Ciao.